Morgen. Fresh new start in the day. Was machst du? Ich mache nur Dingsgeld vielleicht mit. Vitalis? Ja. Ich esse. Oh, bei mir jetzt die Waage ein. Also so sieht übrigens unser Wohnzimmer jetzt aus. Die Couch ist oben und hier kommt die neue Couch hin. Voll das Durcheinander, aber es wird langsam, Leute, es wird langsam. Einer hat kommentiert, einer hat geschrieben, euer Haus ist so schön, aber ihr versaut es so durch euren Stil. Ihr habt gar keine klarere Linie und deswegen versaut ihr vor euer Haus und so. Ja, gut, aber. Wir sind ja noch am Anfang, da kann ja noch gar kein Stil drin sein. Chillax! Ja. Kommt aber ich meine halt auch. Es kommt auch an, wie viel Budget man auch hat, wenn man halt ja, genau. Budget. Weil ich, wenn ich 20.000 Euro hätte, um ganze neue Möbel zu kaufen, dann okay, aber weißt du, die Küche war erstmal eine Investition, Alter. Das war so. Und was ich halt irgendwie so schade finde, diese Vergleiche mit Daily M&T, ich finde, ich weiß nicht, voll viele machen daraus, als wäre das so ein Wettbewerb zwischen uns, aber das ist, wir sind Freunde alle und es soll ja gar kein Wettbewerb sein. Also wisst ihr, was ich meine? Also wir sind ja auch nicht gleich, wir wollen jetzt auch nicht verglichen werden, wir sind einfach ein Cut und deswegen, ich meine, wir sind Freunde. Gibt es noch Weltmeisterbrot? Ja. Ich liebe das. Ja, aber der Toast ist voll gut. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wann schimmelt der? Nachher schimmelt der irgendwo und ich sehe es nicht im Espresso. Nee, aber ich habe jetzt alles inspiziert. Guck mal, wir haben zum ersten Mal Golden Toast geholt und das verwundert ist so teuer. Das schimmelt ja nicht so schnell. Bei uns ist immer wenn ich Toastbrot essen wollte morgens, war es immer verschimmelt. Ich warte nur noch drauf, bis es schon schimmelt. Oh Mann. Beziehungsweise halt, ich hoffe es nicht. Leute, wir suchen die ganze Zeit unsere Brotmaschine, die ist irgendwie weg. Ich glaube, jemand hat die geklaut. Hey, weil auch unser Insatz zum Beispiel nicht, ja? Stimmt. Herr Mama hat das mitgenommen. Es kann nicht sein, dass er einfach unsere Sachen da ist. Ruf mal Mama an. Ich glaube, die ist auf der Arbeit. Die ist auf der Arbeit, Anna. Ne? Ich auf der Arbeit. Dürfen die nicht stören? Ja, also wir machen uns gleich fertig. Es ist schon 11 und um 14 Uhr holen wir unsere Couch ab. Alter, ich sehe so scheiße aus. Es ist schon 11. Ich hoffe, wir packen das mit der Couch zu 2. Ja, das wird ein Spaß. Ja, wir können andere Wahl. Wir können keine andere Wahl. Wir müssen es durchziehen. Ja, weil ich... Wäre die Treppe nicht, hätten die Couch auch locker getragen. So, Leute, wir sind jetzt im Laster drin. Hier ist es so eklig, ey. Man riecht voll, dass hier drin geraucht wurde. Und so, voll die Tussi jetzt hier. Aber, ja, egal. Wir sind diesmal harte Männer. Wir sind voll die Transporter geworden. Alter, aber zum Glück hat das ein Pieps-Ding. Mhm. Wenn ja nichts gesagt wird, vollgetankt zu machen, oder? Ja, der Tank ist ja auch fast leer, Alter. War drei. Ich glaube, selbst wenn ich einen Führerschein gehabt hätte, wie sie gesagt hat, ja, nur die, wo es halt bezahlt hat, oder was? Was da draufsteht, die, wo da draufsteht, muss fahren. Ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Ich weiß ja, wie ich drauf Transporter gefahren bin. Du bist halt schon erfahren, weißt du? Ja, genau. Dein alter Beruf als LKW-Fahrerin. Ja. Eigentlich solltest du schon mal ein Video machen über deine berufliche Laufbahn, was du drin alles im Job schon gemacht hast. Ja, eben. Nee, vor allem, nee, ich frage mich, wozu haben wir eigentlich Freunde? Ich frage mich auch, warum haben wir Freunde, die zu nichts gebrauchen sind, weißt du?
so richtig. Gut, aber gut, dass wir die Gäste noch aufgeweckt haben. Ja. Dass die wenigstens das gemacht haben. Spaß. Ja, mit dem Transporter darf ich nicht zu Hause. Das sind echt voll die Männer, ey. Wir machen alles. Wir müssen unsere Lampen installieren, Möbel aufbauen. Jetzt schleppe ich eine Couch. Weißt du, ganz ehrlich. Wir müssen uns Gedanken machen. Ja. Fahren wir Transporter? Weißt du, beim Umzug bin ich der Transporter gefahren. Obwohl Leo da war. Warum wollte Leo eigentlich den Transporter nicht fahren? Nee, er hat das Schiss gehabt. Echt? Okay. Dieser Transporter ist echt eklig. Ja, also meine Finger sind schon richtig ekelhaft so versifft. Ja. So finden sich also die richtigen Bauarbeit Spaß, ne? Ich habe irgendwie Angst, mit dem Schnell zu fahren. Das ist so klapprig, gell? Ja. Weil unser Hinterteil ist nicht an dem Ding dran, sondern das ist so eingehängt. Ja. Das ist ein richtiger kleiner LKW, was wir hier fahren. Und das ist da Rückzug. Mannheim. Ah. Verfünft sich, Alter, auf dem Weg zur Autobahn. Ich hab Angst, dass die Couch auf einmal wegfliegt. So. Okay. Ja, weil das nur mit so einem Ding. Ja, so eine Plane. Ich sehe jetzt gerade im Transporter und unsere Couch transportiere. Aber die Sitze sind bequem. Schon gestanden. Guck mich mal an. Wie komme ich eigentlich auf die Idee, weiße Hose anzuziehen? Keine Ahnung, zum Glück habe ich wieder das angezogen, was ich gestern hatte. Ich bin komplett dreckig. So. Scheiße. Jetzt wird es ausgepackt. Ich nehme dich ab, also ich nehme deine Nische mit. Ja, toll. Ja, Hunger ist auch nicht so. Aber ich esse danach, wenn ich raus bin. So, Leute, wir haben jetzt noch eine Mitarbeiterin dazu gewonnen. Wir haben jetzt gemeinsam die Couch ausgepackt, hingestellt, eingerastet. Also die steht jetzt an seinem Fleck und wir müssen es halt nur noch. Ich weiß nicht, Karin und ich haben gesagt, dass die Couch ein bisschen nach Kotze riecht. Ja, aber das ist von ich glaube, das war die Verpackung. Weil die Verpackung Plastik. Ja, auf jeden Fall müssen wir da auch irgendwas so drauf machen, dass es gut riecht. Ja, und noch drüber saugen oder sowas. Wir haben extra so Aufsätze für Sofas. Ja, die sieht echt richtig gut aus, passt richtig gut hin. Habt ihr schon eingerastet alles, gell? Ja.
Habt ihr das ganz an die Wand gemacht? Oder? Ganz an die Wand. Besser. Und wie sollen wir es hinstellen? Wir wissen immer noch nicht genau, wie wir es hinstellen sollen. Ja, jetzt fahren wir erstmal wieder zurück nach Karlsruhe und bringen den Transporter dorthin. Wir haben eigentlich nur noch 15 Minuten Zeit. Jetzt noch. Und 8 Minuten Zeit. Ja, und man vielleicht wird nichts sagen. Ja, nee, sie hat gesagt, spätestens, weil um 17 Uhr kommt der Neue, der es wieder mietet, weißt du? Danach, ich habe echt mega Hunger. Wir haben seit dem Frühstück gar nichts mehr gegessen. Ja, stimmt. Aber du hast gut gegessen. Ja, und dann müssen wir schauen. Auf jeden Fall Hunger, Hunger? Nein, ich habe gegessen. Immer dieselbe Antwort. Nee, ich habe gegessen. Ja, ja, ist okay. Mit Spinat, mit Sojabohnen. Ah, cool. Warum hast du die mitgebracht? So, Leute. Wir sind jetzt wieder im Auto, haben jetzt gerade den Transporter zurückgebracht und die haben zum Glück sogar unser Müll übernommen. Also wir haben halt den Verpackungsmüll wieder reingemacht in den LKW, haben gesagt, ja, ist kein Problem. Voll nett von denen auf jeden Fall. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir wollten jetzt eigentlich diese Kissen, Kissenbezüge, die wir gekauft haben, wollten wir jetzt auf unsere Couch machen, auf unsere neue, damit es nach was aussieht. Ja, die wir damals auf den Philippinen geholt haben, diese Target-mäßigen. Genau. Wo sind die? Diese, wo sind die? In der Kommode. Eins, zwei. Wie viele haben wir gekauft? Vier, gell? Ja, ich weiß es gar nicht, was wir so schon drüber machen. Okay. Das war zwei für den Papa, oder? Den grün, oben. Blau. Ja, ja, wir haben so beige geholt, Creme und so blaue. Ja. Gegessen haben wir auch schon. Wir haben einfach im Mömax Restaurant gegessen. Ja, ich hatte eine Tortellini mit Spinat. Ja, weil ich muss ja jetzt Spinat und sowas. Also, vielleicht wegen meinem Eisenmangel. Und seitdem ist das letzte Mal passiert, das ist auch nicht mehr passiert. Also, war das letzte Mal passiert? Vorgestern. Ist ja immer. Ich habe sogar von meinem Fall das letzte Mal einen Kratzer hier oben. Das habe ich gestern entdeckt. Mama, mein Fahrrad schon. So sieht unsere Couch aus. Sweet. Oh, noch. Den Tisch müssen wir auch auswechseln. Das ist noch so ein billiger von Ikea. Und der ist kaputt. Deswegen. Das will. Gesundheit. Also unsere Favorite Tische sind die vom Aldi, aber müssen noch suchen, wo es die gibt. Die waren echt cool. Voll schön und die ist riesig, ey. Die sieht irgendwie voll klein aus hier in der Kamera, aber die ist riesig. Die Kissen haben wir übrigens auf den Philippinen ja gekauft. Also die Bezüge, da drunter sind halt alte Kissen von uns. Und die Bezüge haben wir auf den Philippinen gekauft für umgerechnet 50 Cent oder so. 1 Euro. Wie sowas. Läuft. Und die Decken auch auf den Philippinen. Haben da schon ein bisschen eingekauft gehabt. Ich würde eher das andere hier unten hinstellen und das nach oben. Stimmt. Macht schon mehr Sinn. Das passt auch genau dahin. Oben das andere Ding sieht irgendwie fehlplatziert aus. Wir wussten nicht, dass wir das behalten. Ja. Ich mach's, wenn kommt Julia da? Nee. Wenn der Morgen kommt, dann ist es. Aber das ist besser zu behalten. Ja, schon. Ja, schon. Weißt du noch, wie stolz du damals drauf warst? Ja, ich weiß, hab ich voll gefreut darüber. Was? Über die Verfahrensweise. Und danach haben wir es voll bereut, weißt du warum? Eine gewisse Dame nicht mehr zum Ikea fahren wollte und stattdessen lieber zum Manmobilia. Und dann haben wir für die gleiche Dings, TV-Bank, weißt, die hat 350 gekostet. Nein, über ein Angebot. Ja, nee, von 350 auf 300 Euro. Nein, beim Angebot. Ja, beim Angebot. Ja, trotzdem, Ikea hat die nur 90 Euro gekostet. Aber das ist gut, Katharina. Eigentlich passt das der macht dir in ein Regal, das war ja. Nein, das passt schon so hier. Also die Ecke passt schon, nur der Tisch ist jetzt fehl am Platz. Aber so, bisher sieht es ganz gut aus, oder Leute? You gotta go and get angry at all of my honesty. Is it too late now to say sorry?
Cause we still more than just your body. Oh, is it too late now to say so? Das ist Pillow-Talk bei Nala. In a pain, in a pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. So we'll be soft the neighbors. And the place to feel the tears, the place you lose your fears, that reckless behavior. I feel anything, when will I learn? I push it down, I push it down. Schau mal was gegen eure Ohren. Jetzt geht's richtig ab. Stuff fell under your spell of love. No one could deny. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break you all. I'm bulletproof. Nothing to lose. Richtig rausgeschrieben. Michelle, you take your aim far away, far away. You show.